Das erinnert mich so ein bisschen an Ghost Adventures. Pass auf. Cool, oder? Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's jedenfalls gut und Aloha. Aloha und wir spielen heute Black Rose, die vierte Folge. Letztens sind wir ja gegen diesen Geist abgekratzt. Ich habe mir was ausgedacht. Ich hoffe, das hilft. Einfach durch den Raum rennen und wegrennen. Also einfach durch den Raum rennen. Vielleicht kriegt er uns nicht. Ich weiß nicht. Man kann es ja mal versuchen. So, wir heben auch erst gar nicht mehr die Zettel auf. Wir gehen direkt zu dieser Zeitung. Boah, scheiße. Wir gehen direkt zu dieser Zeitung. Und nachdem wir die gelesen haben und so weiter und so fort. Lesen. Hahaha. Ist unter dem Tisch gleich so ein komisches Blach und ja. So. Fotografisches Gedächtnis. Ich muss sagen, das ist gut gemacht, aber hier, ne? Alles klar. There's something written on the back. Hier, das check ich nicht, ne? I heard that he also tears you into three places if he catches you. Er meint, glaube ich, places, oder? Also ich glaube, hier ist ein Fehler, weil ich habe sogar schon im Wörterbuch geguckt und das gibt es einfach nicht. Das gibt's nicht. Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, dann guck mal runter. Moin Ulf. They won't find it ever. Okay. So, gleich werden wir auch wieder diese Geister da sehen. Die ich auch cool fand. All those attending the funeral service for Sullivan James, please gather in the visitation room. So, jetzt kommt das. Das erinnert mich so ein bisschen an Ghost Adventures. Pass auf. Cool, oder? Das wird jetzt witzig. Also, wir müssen versuchen wegzurennen. Ich hoffe, das funktioniert. Das Problem ist dann ja, es ist schwarz-weiß und schon ein bisschen dunkler, also wird das schwer zu erkennen sein. Komm. Sehr schön hier. So, wir haben den besten Platz. Alles klar. Ich warte. Muss ich irgendwie jetzt hier so. Genau, ich muss erst die schwarze Hose entnehmen, genau. Boah, ey, shit. Das ist. Black Rose. Das ist die schwarze Hose. Haha, Penner. Ich habe schon versucht, pass auf. Diese. Habe ich schon versucht, durch die Tür zu gehen. So, wir hätten schon mal bereit. Wir halten uns schon mal bereit zum Weglaufen. Ich hab Angst. Sullivan James was blind as a bat. Sullivan James fell down flat. Sullivan James is withered and blue. Sullivan James, I miss you, is coming for you. Okay, jetzt weglernen. Gleich weglernen. Scheiße, das ist die Gitter. Wie soll man denn da wegrennen? Irgendwie müssen wir wegrennen. So. Ah! Shit! Shit. Aber Leute, guck mal, das Wegrennen hat doch einigermaßen geklappt. Als ich auf den Sarg geklickt habe, hat irgendwas Metallisches sich so angehört. Wir werden es auf jeden Fall nochmal machen. Wir werden das heute schaffen, egal wie oft ich es versuche. Wir werden es auf jeden Fall schaffen.
oder auch nicht, aber wir versuchen es. Ich bleib so lange dran, bis ich schaffe. So. Sehr schön. Ja. Ich lese keine Bildzeitung. Die lügt sowieso immer noch. Oh, da ist einer unterm Tisch. Echt? Wirklich? Verarsch mich nicht. Traurig. Ich werde ihn jetzt schon vermissen. Den Sullivan. Sullivan? James? Irgend so hieß der, ne? Sullivan. James. So. Ich check immer noch nicht, wofür man hier Punkte bekommt bei diesem Spiel. Vielleicht. Ne, ich. Nein. So, wir müssen wegrennen. Auf jeden Fall, es hat geholfen. Als ich auf den Sack geklickt habe, ich dachte nämlich, da irgendwas passiert dann. Wegen der Rose oder so. Dann kam aber ein metallisches Geräusch. Dieses Geräusch. Das hat sich so angehört, als ob ich da irgendwas bewirkt habe. Oder so. Vielleicht geht ja auch irgendwann mal hier ein Gitter hoch. Oder die Tür sogar auf. Oder weiß ich nicht. Er darf uns auf jeden Fall nicht fressen. Ach, fressen. In die Arme bekommen. Ah! Ja, verkackt. Die Tür geht zu. Ah, wir haben Logenplatz. Also komm, chillen. So, chillen. Automatischer Sarg. Das ist die Beerdigung der Zukunft. Sullivan James was blind as a bat. Sullivan James fell down flat. Sullivan James is withered and blue. Boah, Alter, diese Stimme. Sullivan James is coming for you. Und? Jo, was los, Sullivan? Come out! Wahoo! Also Leute, auf den Sack klicken. Habt ihr das? Du Arschloch! Boah, wir müssen darauf achten, wie wir das machen. Aber habt ihr dieses metallische Geräusch wieder gehört? So, jetzt schaffen wir es. Jetzt schaffen wir es irgendwie. Oder auch nicht. Aber, ach kacke, wir werden es einfach nicht schaffen. Ich hab das echt im Gefühl. Sullivan James is coming for you. Ja, da ist einer unterm Tisch, ey, das... Der hat auf jeden Fall coole Kontaktlinsen. Ist euch heute aufgefallen? Ich hab meine Haare heute glatt. Ich hab die nicht gegelt. Wie das hier ins Spiel passt, ne? Immer so ein Druck dann, also was heißt Druck, wenn ich hier so reingehe, weißt du, und wegrenne, ich habe dann immer so ein, alles zittert bei mir, ich bin so nervös dann. Komm, hier klauen wir ihnen die Rose. Mein Nacken tut weh. Sullivan James was blind as a bat. Sullivan James fell down flat. Schön. Sullivan James is withered and blue. Ja. He's coming for you. Sullivan James is coming for you.
Gas geben. In Deutschland geht der Beat um. Mann, ey, wie geht das denn, Leute? Wir schaffen das einfach nicht. Ich habe eine Idee, passt auf. Ich mach das so. So, da wir es jetzt schon viermal oder drei, viermal versucht haben, versuche ich es jetzt mal alleine, überspringen die Stelle. Sobald ich aber dann fertig bin, schalte ich das wieder ein, okay? Also, sagen wir, ihr überspringt dann die Stelle, okay? Weil ich glaube, das ist dann langweilig für euch, wenn ihr 1400 Mal das noch mit mir machen müsst. Also, bis gleich. Ja, ich habe es bis jetzt immer noch nicht geschafft. Aber ich habe jetzt, ich bin so blöd gewesen, ich habe jetzt die Idee. Wenn wir am Sarg dieses Klicken hören, ja, das ist ein Schlüssel. Wir müssen sofort zur Tür rennen und das aufsperren und dann können wir rausrennen. Ich glaube, das funktioniert wirklich so. Man kann es ausprobieren, aber was soll das andere Klicken sonst sein? So, erschrecken tun wir uns jetzt nicht mehr. Wir haben diese Stelle schon 80.000 Mal durchgekaut. Aber ich kann euch noch so einige andere Sachen erzählen. Morgen oder Freitag geht's wahrscheinlich schon los mit GTA 5, endlich. Ich freue mich riesig. Ich wiederhole mich immer wieder. Ich finde es blöd, dass ich von vorne anfangen muss. Aber ist auch schön. Frage, ne? Also ich weiß nicht, soll ich... Es gucken ja nicht so viele meine Videos. Halt die Schnauze, ich rede. Es gucken zwar nicht so viele Leute meine Videos, aber... Ich weiß nicht, was besser ist, ne? Ich weiß nicht, was besser ist. Soll ich schon direkt mit GTA Online anfangen? Oder erst Story-Modus durchspielen? Oder soll ich Story-Modus anfangen, aber dann bis es reicht, mit Online anfangen? Und das dabei noch aufnehmen? Also, ich glaube, die erste Folge von GTA wird so sein, dass wir einfach... Also, dass ich mich da so ein bisschen einspiele. Und dass ich erstmal nichts mache, weil ich muss mich an Tastatur gewöhnen hier, ne? Und, ich weiß nicht, vielleicht spiele ich auch mit einem Controller. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Vielleicht spiele ich mit einem Controller, vielleicht auch nicht. Ich würde eher sagen, erst Tastatur ein bisschen probieren. Und wenn es nicht geht, dann Controller. So, jetzt muss ich die Scheiße wieder durchkauen. Leute, das ist jetzt unser, ich glaube, 6. Versuch. Und diese Kacke nimmt kein Ende. Sullivan James was blind as a bat. Sullivan James fell down flat. Sullivan James is withered and blue. Sullivan James is coming. Is coming for you. Jetzt Sport. Komm ja, los. Komm zu Papa. Ah, wir haben vergessen, da zum Sand zu gehen. So, wir sind draußen, super. Ich hab Angst. Scheiße. Oh. Something just fell was Sullivan was. Wir haben es geschafft. Ich bin außer Puste, ne, weil mein Herz rast. Oh. Wir haben 400 Punkte. Okay. Was jetzt?
Ich bin planlos. Geht die Tür jetzt vielleicht hier auf? Was ist das für ein Raum? Family Room. Geht immer noch nicht auf. Ey, müssen wir in den Keller? Müssen wir in den Keller? Scheiß Kellerphobie. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Sullivan James is coming for you. Ist hier noch? Nee, genau, hier ist gar nichts. Ganz schnell, weil es kann wichtig sein, weil es ist heute was passiert. ja. Mein Fahrrad wurde gestohlen. Mein Fahrrad wurde gestohlen. Ich habe es ordnungsgemäß ganz locker abgeschlossen. Es wurde gestohlen. Aber ich muss auch sagen, für das heutige Deutschland finde ich das. Dass das halt üblich ist. Kann ich jetzt hier raus? Nein. Also, ich meine, es war schade um das Fahrrad. Hey, das ist doch hier was. Ja, und jetzt? Was muss ich hier eingeben? Und, naja, okay, Und Alter, was ist das? Count the lines between the lines. Okay, Ho, warum ist es jetzt so laut? Entschuldigung. Achso. Okay. Also, wir mussten hier jetzt einen Code eingeben. Da habe ich die ganze Zeit. Hier war so ein Tic-Tac-Toe. Und da stand Count the Lines Between the Lines. Und ich saß da jetzt die ganze Zeit vor. Und es hat funktioniert. Und jetzt sind wir in einem anderen Raum. Und ich denke. Alter, ist das spooky. Und ich denke, wir machen da morgen weiter. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Oder weiß ich nicht, vielleicht nicht morgen, sondern irgendwann anders. Weil morgen kommt GTA. Lade ich mir bei Steam runter. Leute, einen wunderschönen Abend wünsche ich euch noch. Tag. Keine Ahnung, wann ihr das Video schaut. Mua, an alle, die GTA lieben. Ciao, Leute.